Mit einem Bein auf dem Fußballplatz standen in der ersten Ferienwoche 55 Jungen und Mädchen in Raschau-Markersbach. Ein Bein steht dabei nicht für einen halbherzigen Einsatz. Bein heißt der Cheftrainer des Fußballcamps, das vom Dienstag bis Donnerstag auf und neben dem Fußballrasen in Markersbach für Begeisterung sorgte. Mit Uwe Bein war der Fußballweltmeister von 1990 ins Erzgebirge gekommen. Der Ex-Nationalspieler, der als einer der technisch besten Mittelfeldspieler der deutschen Fußballgeschichte gilt, brachte die Erfahrung aus rund 250 Fußballcamps für Kinder und Jugendliche mit. In erster Linie geht es darum, für mich den Kindern Spaß beim Training zu vermitteln. Weil man weiß, wie in Vereinen teilweise trainiert wird, bisschen rennen, bisschen aufs Tor schießen, spielen. Und wir wollen halt sehen oder rüberbringen, dass man Übungen macht, die den Kindern Spaß machen, die vielleicht der ein oder andere Trainer, der sich das Training anschaut, auch übernimmt. Das heißt nicht, dass wir irgendwas Neues erfinden können im Fußball. Dafür ist der Trainingsablauf relativ gleich und in der Woche macht man sehr vieles doppelt, dreifach, um das noch besser zu machen. Also wie gesagt, der Spaß am Training soll im Vordergrund stehen und ja, dass der eine oder andere Spieler auch oder Spielerin das eine oder andere auch mitnimmt und für zu Hause verwendet, wenn sie alleine auf dem Platz sind oder wenn sie zu zweit oder zu dritt sind. Uwe Bein wird im Trainingscamp in Markersbach unterstützt von Wolfgang Bartusch, Marco Kaputanovic und seinem Bruder Dirk Bein. Die erfahrenen Trainer lassen sich von den Nachwuchskickern nicht auf der Nase herumtanzen und sorgen mit lockeren Sprüchen oder im strengen Ton für Disziplin. Das ist das Wichtigste, wenn man eine Mannschaftssportart betreibt und gerade in so einem Camp, wenn da zwei, drei dabei sind, die permanent stören oder Unsinn machen, da muss man schon mal ein bisschen härter durchgreifen. Aber in der Regel ist es so, das sind immer mal ein, zwei, die ein bisschen unaufmerksam sind und da muss man halt mal was sagen. Aber in der Regel haben wir das als Trainer ganz gut im Griff und wir haben den Vorteil natürlich auch, wir sind irgendwo neu. Da ist die Disziplin in den ersten zwei Tagen relativ top. Am Ende lässt der eine oder andere es ein bisschen schleifen, aber das ist alles. Das sind Jugendliche, das sind Kinder und da haben wir kein Problem mit. Aber das Benehmen rundherum, nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern auch außerhalb des Platzes, in den Pausen, beim Essen und so, da legen wir schon sehr großen Wert drauf, weil das gehört einfach dazu. Für den gastgebenden SV Mittweidertal 06 Raschau-Markersbach ist es das zweite Sommercamp für den Fußballnachwuchs mit prominenter Unterstützung. Im vergangenen Jahr hatte der Verein anlässlich seines 10-jährigen Bestehens die Foundation Real Madrid Kliniks ins Erzgebirge geholt. Das ist die offizielle Fußballschule von Real Madrid, dem Spitzenclub aus der spanischen Hauptstadt, der als die Königlichen bekannt ist. Das kam so gut an, dass man 2017 nachlegen wollte. Mit der Fußballschule von Uwe Bein wurde eine auch für die Eltern finanziell erschwingliche Alternative gefunden. Was waren Uwe Beins erste Eindrücke von seinen Fußballschülern? Ja, man sieht ja bei den etwas größeren, älteren, die brauchen ein bisschen Anlauf. Die sind noch ein bisschen müde. Ich denke, die waren ein bisschen spät im Bett gestern. Keine Ahnung, aber ansonsten ordentlich diszipliniert. Und ja, wenn einer halt ein bisschen schläft und als die Hände in der Tasche hat, dann macht er halt mal ein paar Liegestütze zwischendurch, um das Ganze ein bisschen aufzuheitern. Da hilft die Erfahrung aus rund 250 Veranstaltungen vorher. Uwe Bein gibt dabei nicht nur seinen Namen her, der Ex-Nationalspieler ist auch immer selbst mit dabei. Wie wird er in den einzelnen Orten empfangen? Ja, sehr herzlich, sehr positiv. Ist eigentlich überall. Die Kinder kennen mich nicht. Die kennen mich vom Erzählen der Eltern, Großeltern. Ja, und man merkt an den Eltern halt, man kommt ins Gespräch, man redet über Vergangenheit und so weiter und so fort. Also ich habe da eigentlich sehr, sehr positive Erinnerungen, alle Camps, wo wir waren. Klar, ich stehe dann natürlich im Mittelpunkt, ist klar. Dann erzählt man auch mal abends beim Bierchen ein paar Geschichten von der WM oder was so drumherum im Profifußball passiert ist. Und ja, ist immer ganz lustig. Dem Fußball ist Uwe Bein, der besonders bei den Fans von Eintracht Frankfurt einen legendären Ruf genießt, noch immer verbunden. Ja, ich mache seit einem Jahr Eintracht TV, Internetfernsehen, bisschen Talk, bisschen selbst was erzählen zu den Spielen, zu der Bundesliga insgesamt. So das komplette Programm mache ich einmal die Woche. Darüber hinaus schreibe ich eine Kolumne im Eintracht-Magazin bei Heimspielen, was mir sehr viel Spaß macht. Bin so ein bisschen Repräsentant für die Eintracht nach außen hin.
klar, dass sich beim Fußballcamp im Erzgebirge die Gespräche auch um den ostdeutschen Fußball drehen. Die Entwicklung im Osten ist natürlich schön für hier gerade für Aue, dass sie die Klasse wieder gehalten haben. Jetzt, wo sie das neue Stadion auch kriegen, war ja sehr, sehr enge Geschichte. Aber das ist natürlich sehr positiv. Gut, das, was Leipzig macht, ich persönlich find's gut. Alleine auch dadurch, wie sie sich präsentiert haben, Geld hin, Geld her, ist für mich nicht ausschlaggebend. Entscheidend ist, wie die Mannschaft sich präsentiert, was für einen Fußball sie spielen. Ja, und da haben sie dieses Jahr eine absolute Top-Leistung gebracht. Und wenn sie den Ausrutscher gegen den HSV nicht gehabt hätten zu Hause und in München waren sie ein bisschen überfordert, dann wäre es vielleicht bis zum Ende auch nach ganz oben hin spannend gewesen. Aber gut, man muss einfach sagen, das ist positive Entwicklung und es wäre schön, wenn der ein oder andere Verein das nachmachen würde. Wer weiß, vielleicht hilft dabei ja auch ein Fußballtalent, das im Sommer 2017 mal das Fußballcamp mit Uwe Bein in Raschau-Markersbach besucht hat. Das ist viel leichter.